Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin Jan und heute zur ersten Runde Duel Links, weil Yu-Gi-Oh! Kommt ganz gut an und ist auch ganz witzig. Und ja, jetzt habe ich mir mal gedacht, dass wir auch mal Duel Links spielen könnten. Und vielleicht noch mal eine kleine Klarstellung, dass wir Yu-Gi-Oh! Mehr auf unseren Gaming-Kanal verschieben würden. Und deswegen alle, die Yu-Gi-Oh! Sehen wollen, dann bitte auf dem Gaming-Kanal, weil sonst wird das ja ein ganz schönes Durcheinander. Okay, ich spiele viele verschiedene Decks in Duel Links aktuell. Und das hier ist mein Sylvanas-Deck. Mit Sylvanas bin ich sehr unzufrieden. Das Deck ist extrem gut, aber ich finde einfach nicht den richtigen Bild dafür. Daher habe ich es jetzt mal so gespielt, auf die Art, mit dem Karottenmann. Karottengewicht. Ich nenne immer Karottenmann. Und ohne die Fallenkarte, ich weiß nicht, jeder, der Sylvanas spielt, könnte mir da vielleicht mal Tipps geben. Ich habe es jetzt auf die Art gebaut. Ja, es macht eigentlich ganz Spaß, nur ich habe jetzt auf viele Arten ausprobiert, das Deck zu bauen. Und bisher war ich nie so richtig zufrieden, auch wenn es ganz gut ist. So, und wir werden damit jetzt Online-Runden aufnehmen. Das Deck ist mit Jesse, oder? So spricht man den auch aus, mit dem guten Jesse. Der spielt die Kristallungeheuer eigentlich, das ist ein Event-Charakter. Und diesen Jesse will ich aufleveln für mein Kristallungeheuer-Deck. Ich habe außerdem noch ein Bujingi-Deck und noch so ein paar andere Ujama, Elementalhelden und sowas. Aber die spiele ich nicht so ab. Das sind meine besten Decks. Und jetzt werden wir mal eine Online-Runde damit spielen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt mal 3 Runden zu spielen und das Deck mal anzugucken. Und dann könnt ihr die Meinung zum Deck in die Kommentare schreiben und ich, ja, jetzt dann verändern. Ich habe eigentlich alle Super Rares von den wichtigsten Karten ja 3-mal, außer halt die Rosenfreunde. Bei diesen kleineren Deckteams gibt es in diesen Boxen in Duel Links immer diese ganzen Super Rares hier. So, und nochmal zur Erklärung. Ich habe so aufgenommen, dass Duel Links eine Art Experiment ist. Für eine neue Art des Duellierens, und zwar Schnellduelle mit kleineren Kartenzonen. Ich weiß ja nicht. Die aktuellen Spiele sind doch eh schon schnell genug. Verstehe ich gar nicht, warum man es kleiner machen möchte. Gut, den Klingenverteidiger spiele ich einmal, weil wenn der auf den Friedhof gelegt wird, kann man ihn halt auf die Hand nehmen, das ist gut. Ui. Irgendwie gefällt mir diese Hand gar nicht, aber egal. Das Karottengewicht ist eine wichtige Karte fürs Deck, sag ich mal. Alter, immer diese Leute, die die ganze Zeit irgendwelche komischen Nachrichten sagen. Was kann der sagen? Mein Kristallungeheuer. Das sind ja auch Kristallungeheuer, ne? Okay. Nein, der spielt irgend so ein komisches blaues Deck. Das kann witzig werden. Okay, ich glaube, der spielt so ein blaues Deck. Oder ne? Ja, diese blaue gegen da. Mit den Kind-Modo-Drache und den antiken Regeln. Aber irgendwie spielt er Dunkelklinge. Das kann witzig werden. Ja? Muss ich Angst haben? Oh. Okay. Muss ich Angst kriegen? Ach, und ich habe beschlossen, die Fallenkarte rauszulassen, weil die einfach brickt. Einerseits nervt sie einen, wenn man gerade Karten vom Deck aufhebt, weil dann hat man theoretisch die Chance verpasst, was Gutes zu kriegen, wie zum Beispiel den Blattmarschall und den Komuspilz, die beiden besten, weil das sind die Removal. Und deswegen habe ich die einfach rausgelassen, weil, und auch oft, wenn man da nichts mehr hat, dann legt er die ganze Zeit auf den Friedhof. Ja. Jetzt warte doch. Muss nur noch warten, bis meine Karotte hier am Friedhof ist, damit ich ihren Effekt aktivieren kann, sie abwerfen, diesen riesigen Baum da als Spezialbeschwörung beschwören. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Komm, zerstör's. Sei dumm. Genau. Ui. Nicht schlecht, aber im nächsten Spielzug würde ich das ganz schön viel kosten. Ha! Ich bin unschlagbar. Ich glaube, ich habe so ziemlich gewonnen. Ich würde mich wundern, wenn ich jetzt nicht gewinne.
Ja, ich habe gewonnen. Ja. Oder? Was war das jetzt? Oh Gott, jetzt hat er mehr TK als mein Ding. Das macht aber eh keinen Unterschied mehr. Das bringt dir absolut gar nichts. Ha! Oh, er macht durchschlagenden Kampfschaden. Okay. Das ist interessant. Ah, ich habe für den Anfang gedacht, es wäre ein Noob-Deck, aber... So. Ui, das sind aber nice... Oh, richtig gut. Brillant. Wollte ich eine Karte davon auf der Hand haben? Nein. Ja? Nur mal den Ton ein bisschen lauter. Ja. Schön, dass in Duel Links auch so große Ketten immer gibt. Das finde ich auch ganz nett. Bitte das Monster da. Das stört mich irgendwie. Sehr schön. Nein! Das ist jetzt... Das brauche ich bestimmt... Was ist denn ernst? Okay. Ich glaube, er hat verstanden, was los ist, ne? Aber jetzt wird es noch schlimmer für ihn. Ja. Ich habe gewusst, dass ich gewonnen habe. Okay, also diesem Bild, da bin ich ein Fan von. Das kann ich ihn beschwören noch. Kann ich noch den Effekt? Jetzt wird es noch eine größere Überraschung. Surprise! Komm, jetzt wollen wir noch. Er hat halt nichts, deswegen bringt es mir nichts. Mann, das brauche ich jetzt nicht mehr. Es macht doch keinen Unterschied. Okay, let's battle. You got this. I attack you directly. I don't like my odds. You got this. My monster attacks you directly. I can't lose to the likes of you. Ja, auf rumzuholen. Ja. Das stimmt. Quitsch war nochmal ein schönes erstes Duell mit dem Deck. Okay. Ein Comeback-Sieg. Wo war das dann ein Comeback-Sieg? Ich hatte von Anfang an die Oberhand. Verstehe ich nicht. Ui, viel Kristall-Dingesbums da. Okay. Ich glaube mal dann nächstes Duell gleich. Ich hoffe, ich spiele es mal nicht gegen die ganze Zeit diese Noobs. Naja, das Deck war schon interessant. Wenn man schon zu schlau ist und einen Searcher spielt, war das schon mal gut. Ja, Miyugi! Hallo! Ich habe dich noch nicht freigeschaltet. Allgemein spiele ich eigentlich nur noch in GX. Weil ich keine Lust mehr habe. Mich nerven diese Charakterfreischaltung. Oh Gott. Ja, verkackt. Okay. Holen wir das Maximum heraus. Was soll ich denn jetzt Tolles? Ah, der Karottenmann und die Rosenprinzessin. Also, die Rosenfreundin. Jetzt eine Rosenfreundin wäre schon nice. Ah, das war nicht so mein Ziel, aber egal. Okay. Nein, ich beende meinen Schulzug. Ich stecke gern ein bisschen Schaden jetzt mal ein. Oh, ich spiele 20 Karten im Deck. Hey, braver Yogi, Alter. Sehr gut, das gefällt mir. Spieler, die 20 Karten im Deck spielen. Ui, das ist ein kreatives Deck. Oh, Level Up. Oh nein. Er würde doch wenigstens schweigsamer Magier spielen, das wäre lustig geworden. Also muss sowas spielen. Verdammt. Verdammt, verdammt. Nicht gut.
Let's do this. Nein. I attack with a monster. Okay. My turn is here done. I go. My turn after all. Ich meine, was bringt's mir? Das Maximal ist, wenn ich jetzt mit dem Karottengewicht hier den hier auf den Friedhof schicke und dann gute Karten wähle. Ich denke, vielleicht kann ich es ja schaffen jetzt. Bitte? Ah, das war jetzt nicht mein Ziel. Ich bin auch so blöd. Stimmt, ich kann jetzt einfach das Tribut anbieten. Ich bin doch... Ugh. Ja. So. Und da ich im nächsten Spielzug das noch einmal wiederholen kann, kann ich jetzt auch einen... Kann ich jetzt euren... Sein Monster angreifen und... Ah ne, das wird mir gerade erspart. Und wenn er gesetzte Karten hätte, wäre es auch ganz cool, aber hat er nicht. Es läuft halt so viel besser, seitdem ich diese dumme Fallenkarte nicht mehr im Deck habe. Die war halt so useless. Ja gut, okay, wieder gewonnen. Du warst eine größere Herausforderung diesmal. Und das... Ja, lohnt sich das jetzt? Ich sag mal nicht, schon kann gar nicht. Na egal. Gewonnen. Was? Er hat aufgegeben. Oh, aufgegeben... Bringt das mehr oder weniger Punkte? Schadensausteile. Na. Und wir sind Silber. Und mehr Kristallfrüchte. Und dann würde ich mal sagen, das war das zweite Duell. Das letzte Duell kommt. Ui, der Typ hat scheinbar kein gutes Deck. Der steigt scheinbar gerne ab. Ui. Wie der verlieren kann, kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. I end my turn. It's my turn. I draw. Immer dieses It's my turn, Azra. Klingt seltsam. Ist das das Schlau, was das Schlauste, was ich tun kann? Hm. I draw. Let's do this. I summon a monster in attack position. Gott, der halbiert gleich meine Lebenspunkte. Na egal, nächsten Spielzug. Oh. Oh, das wird ja noch witziger hier. Verdammt, okay. Ah, nicht gut. Okay, wir können dies vielleicht zum ersten Mal verlieren. Oh Gott. Aua. Ja, ich hab's kapiert. Mach schneller. Verdammt, okay, nicht gut. Muss diesen verdammten Effekt aktivieren, das habe ich verloren. Okay. Jetzt gibt es nicht viel, mit der ich... Oh. Muss jetzt ein von neun Monster. Warum kann ich ihn entdecken? Achso. Oh Mann. Na egal.
monster's effect activates. Es gibt wenig Möglichkeiten. Oh, gut, ihr komisches Bild. Und ja, und ja, okay. Nein, die Wache wollte ich bestimmt nicht auf den Friedhof legen. Mann. Okay. Unwahrscheinlich, dass ich noch gewinne. Wenn ich ein Spielfeld zauber oder nein. Ich muss noch einen Spielzug abwarten, scheinbar. Ja. Guter Karottmann. Ich beschwöre dich, nämlich dir auf den Friedhof. Und zwar in die Verteidigungsposition. Das ist ein Effektmonster, also wird es eliminiert. Jesse guckt nicht so heavy. Nein, ich habe drei Monster auf dem Feld. Und eins mit einem unglaublichen hohen Verteidigungswerten. Das wird doch immer lustiger hier. Heute mir noch Schwerter um die Ohren. Oh. Verdammt. Oh Gott. Oh, aha, das war richtig schlau von dir. Verdammt. Hä? Das macht keinen Sinn. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Hat jemand verstanden, was er damit gerade machen wollte? Ich verbiete es. Komm, irgendein... Ja, bitte jetzt irgendwas, was Monster des auf einen Kartentisch. Es ist mir jetzt so egal, was rauskommt. Nein, nicht Karottmann. Nicht. Nein! Ja, okay. Auch besser. Das wird ja immer besser hier. Okay, wir haben gewonnen. Kummerskill zerstört bei diesem Spielzauber. Und zwar die Kette schon. Nein, das ist ja beschlossen, wenn wir zumachen. Das war's, Joe Wheeler, sorry. Das war keine Absicht. Ach, stimmt, ich hab schon. Na egal. Was macht das jetzt für einen Unterschied? Wie er lächelt. Ja, Duel Links kann halt nicht immer total genau wissen, wie es gerade steht. Egal wie. Ich will das mal sehen mit einem Ra-Deck. Das wäre bestimmt lustig. Wenn man so noch 100 Lebenspunkte hat und der Gegner dann so richtig lächelt, während der gerade verliert. So, und das. Ah, ne. Das war's noch nicht. Was bringt das denn bitte noch? Oh, ja, doch gut. Ja, ich würde mal sagen, das waren dann die drei Duelle für heute. Natürlich extrem erfolgreich. Falls ihr mehr Duelings sehen wollt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare oder zeigt es, indem ihr ein Like oder ein Abo da lasst. Und jetzt, ciao!